Sura 84, Al-Inshiqaq, das Zerbrechen, offenbart zu Mekka 25 Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen. Idha as-samaa'u shaqqat. Wenn der Himmel zerbricht und seinem Herrn gehorcht und sich ihm gefügig zeigt und wenn die Erde ausgebreitet wird und herauswirft, was sie verbirgt und sich von allem frei macht und ihrem Herrn gehorcht und sich ihm gefügig zeigt. Ja, أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Du Mensch, du strebst mit aller Mühe deinem Herrn zu und du sollst ihm begegnen. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Was nun den anbelangt, dem sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird einer leichten Rechenschaft unterzogen sein und wird fröhlich zu seinen Angehörigen zurückkehren. Was aber den anbelangt, dem sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird, der wird sich bald Vernichtung herbeiwünschen und wird im Höllenfeuer brennen. Er war gewiss glücklich unter seinen Angehörigen. Siehe, er dachte, dass er nie davon abkommen und zu Allah zurückkehren würde. Bala, inna rabbahu kana bihi basira. Doch nein, sein Herr hat ihn wohl gesehen. Fala uqsimu bisshafaq. Nein, ich schwöre bei der Abenddämmerung und bei der Nacht und dem, was sie verhüllt und bei dem Mond, wenn er voll wird, dass ihr sicherlich von einem Zustand der Not in den anderen versetzt werdet. Was also ist mit ihnen, dass sie nicht glauben? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Und wenn ihnen der Koran verlesen wird, sich nicht in Anbetung niederwerfen? بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Im Gegenteil, die da ungläubig sind, erklären die Botschaft Allahs für eine Lüge. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. Und Allah weiß am besten, was sie verbergen. Darum verkünde ihnen eine schmerzliche Strafe. Nicht so diejenigen, die glauben und gute Werke tun. Ihnen wird unendlicher Lohn zuteil sein.